Apotheker, Anwalt, König der Alkoholschmuggler. Klingt nach einer Interessante stabilen Karriere. Karriere. Die Rede ist von George Remus, Namensgeber dieses Bourbons, den es seit ein paar Monaten auf dem deutschen Markt gibt. Wir werden uns natürlich hauptsächlich hier mit dem, was in der Flasche ist, befassen, aber auch ein paar Hintergründe über diesen Bietet sich an, ne? interessanten Mann geben. So Leute, ihr seht, wir haben uns umgezogen. Fein gemacht für die rauschenden Genau, Partys. die Klamotten, die wir in letzter Zeit sowieso häufiger anhatten. Denn thematisch passt das eigentlich ganz gut hier zu diesem Ja. Namen. Beginnen wir mal mit der Prohibition. Sie begann Januar 1920, also vor genau 102 Jahren. Also auch eigentlich ganz passend, dass wir das heute hier machen. Jubiläum sozusagen. Merkwürdiges Jubiläum, aber 102. Ja, George Remus ist verwoben. Die historische Figur George Remus ist verwoben mit der Prohibition. Ein ursprünglich Deutscher, also wahrscheinlich Georg Remus, nehme ich mal an, der in die USA ausgewandert ist und dort sehr, sehr reich wurde während der Prohibition. Ja, er begann als Apotheker, hat da in der Apotheke seines Onkels, der schon in Amerika war, ausgeholfen, hat die dann sogar irgendwann übernommen, hat auch seine Ausbildung als Apotheker gemacht, hat dann aber irgendwann entschieden, ist doch nicht ganz was für mich und ist dann Anwalt geworden. Und war ein relativ bekannter Anwalt auch, hat einige in der damaligen Zeit interessante Fälle übernommen. Und hat dann gemerkt, dass als die Prohibition begann, dass viele seiner kriminellen Mandanten relativ schnell relativ viel Geld Ach echt, war das so? Oh, das war mir gar nicht klar. Aber mir war nur klar, dass er sein Wissen verbunden hat, nämlich als Apotheker, Pharmazeut. Das kam danach dann. Er ja, hat gesehen, genau. seine Mandanten haben viel Geld verdient und er wollte dann auch was von Ach, Kuchen das, abhaben. Das wusste ich gar nicht. Er war inspiriert. Genau. Okay. Ja. Ja, man sollte immer seinen Träumen folgen. Ja. Aber, er hat dann ja. sein Wissen genutzt und Ja. in der im Gesetz für Prohibition halt eine Lücke gefunden. Ja, also das liest man so, So ein bisschen. was heißt schon Lücke? Also ne, das bekannte Thema, es wurde ja weiterhin medizinischer Whisky verkauft. Also man durfte, die Destillen durften ihre Bestände verkaufen. Und das dann eben, das wurde dann per Rezept in Apotheken, in kleinen Halbliterflaschen. Alle 10 Tage, glaube ich, durfte ein Patient sich sowas mit ärztlicher Verschreibung für recht viel Geld holen. Also 3 Dollar kostete die Flasche, 3 Dollar das Rezept. Das entsprach beides zusammen 90 Dollar heute, inflationsbereinigt. Also es war teurer Whisky natürlich über diesem Wege. Aber zurück hier zu dem Gentleman. George Remus hat, er besaß schon vorher Apotheken und hatte jetzt dann die Idee, sich noch mindestens eine Destille, ne, zu kaufen. Er hat im Laufe seiner Karriere, könnte man Ja. sagen, einige auch der damals bekanntesten Destillen Amerikas gekauft und hat dann einfach begonnen mit Lizenzierung. Whisky herzustellen? Naja, herstellen kann eigentlich nicht sein. Oder zu also, brennen? Nee, eigentlich nicht. Das war nämlich so, die durften halt Bestände, alte Bestände verkaufen aus den Destillen. Und erst ab 1929, also im 9. Jahr der Prohibition, durfte dann wieder ein kleines Kontingent hergestellt werden. Das weil will die erklären, Bestände. Dass er so viele Distillen aufgekauft hat. Oh, wir lernen während des Videos hier. Er hat relativ viel aufgekauft. Wie viele denn? Es wird gesagt, dass er damals zu seinen Hochzeiten ein Siebtel der wahrscheinlich dann Bestände des Whiskys ungefähr hatte. Des legalen Whiskys, ein Siebtel. Oh, heftig. Und das dann halt irgendwie dann verteilt wurde. Also insgesamt. Bleiben wir mal bei der, bei der Hauptstory hier. Ja, ihm gehörten Destillen.
Und der hat dann halt legale Bestände gehabt, die er eigentlich als medizinischen Whisky hätte verkaufen dürfen. Aber er dachte sich, ich will mehr und schneller und hat dann ein interessantes Geschäftsmodell gehabt. Ja. Er ließ dann von seinen eigenen Leuten diesen Whisky stehlen, also der galt dann als gestohlen, und hat ihn dann selbst in Eigenregie auf dem Schwarzmarkt verkauft. In sicherlich größerer Zahl und vielleicht sogar noch höhere Preisen, weiß ich nicht, als es sonst der Fall gewesen wäre, wenn er sich an die legale... Einiges verdient. Ja, denn klar, das wirklich medizinische Geschäft war natürlich immer sehr begrenzt, wenn jemand wirklich nur alle 10 Tage einen halben Liter kaufen kann. Er konnte jetzt Bars versorgen, Speakeasies, also illegale Kneipen und sowas. Und hat innerhalb von 3 Jahren 40 Millionen Dollar verdient. Das klingt jetzt schon mal viel, aber das war damals 40 Millionen Dollar. Wenn man da die Inflation mit einrechnet, dann wäre das mehr als eine halbe Milliarde Dollar heute. Also er wurde ein sehr, sehr reicher Mann in recht kurzer Zeit. Deshalb auch König der Bootlegger. König der Schmuggler, der Alkoholschmuggler. Ja, er hatte auch, also er war eine sehr bedeutsame Figur oder Person, also den gab es ja wirklich. Da kommen wir gleich zur Figur, denn ins Fiktive geht das auch ein bisschen über. Er hatte sehr viele Leute in seiner Hand, Gerichte, Polizisten, also richtig Al Capone-mäßig so, ne? Und hatte tausende Leute als Angestellte, also mal legal, mal nicht, denke ich. Denn also er hatte natürlich in den Destillen Angestellte, er hatte ein eigenes Transportunternehmen dann gegründet. Nach außen hin waren die dann beschäftigt mit sonst was. In Wirklichkeit war das natürlich um seine Machenschaften, also um die Alkohol Transport und Versorgung zu regeln. Zu decken, ja. Ja, und unterm Strich, er hatte tausende Mitarbeiter und Ja. Und was diese ganzen oder diese Verbindung zu dieser fiktiven Figur angeht, er war halt dafür bekannt, dass er in seinem Haus, der Spitzname war Marmorpalast, viele rauschende Feste und Partys feierte. Also ein Beispiel wäre, dass in der Silvesterparty 1922 auf 23, dass eben 100 Paare der feinen Gesellschaft von der Umgebung eingeladen wurden und er eben jedem Mann eine Krawattennadel mit Diamanten, also wirklich echten Diamanten bestickt, geschenkt hat und jeder Frau einfach ein neues Auto. Und das war wohl nicht die einzige Festivität dieser Art, das kam öfter vor. Also da gab es einen gewissen Ruf, wahrscheinlich auch einfach um ein bisschen den Schein zu wahren, auch naja, ein bisschen Bestechung in Richtung der höheren Gesellschaft. Ne, na klar, ich meine, auch jemand wie Al Capone, der bekannteste dieser Art, hat ja auch Wohltätigkeitsveranstaltungen gemacht und gespendet und Sachen finanziert und so. Hier, das weiß ich jetzt nicht, ob er das gemacht hat, aber er hat sich natürlich beliebt gemacht mit sowas. Absolut. Und was du eben erwähnt hast, jetzt gehen wir mal über, wer sich mit klassische amerikanische Literatur oder Leonardo DiCaprio auskennt, der weiß. Ja, The Great Gatsby und natürlich der Film, auch nicht zu lange her, von Leonardo DiCaprio. Mit Leonardo DiCaprio, The Great Gatsby. Genau, Great Gatsby und George Remus war angeblich das reale Vorbild für Great Gatsby. Das oder eines der realen Vorbilder. Der Autor Scott Fitzgerald, also die kannten sich, die haben sich getroffen im Seelbach Hotel in Louisville, Kentucky. Ja, interessant, Seelbach ist auch der Name eines Cocktails übrigens. Passt ja hier sehr gut dann in die Thematik. Remus war, wie gesagt, ein sehr extravaganter, reicher Lebemann und man muss sich das wohl so ungefähr so wie Gatsby vorstellen für alle, die da Film oder Buch kennen. Ja. Okay, also das war jetzt eine Menge. Okay, er wurde verhaftet und lief alles nicht und wie auch immer, aber das sparen wir uns jetzt mal. Nach ein paar Jahren, ein bisschen tragisch, aber auch nur eine Geschichte für sich. Ja. Irgendwann vielleicht. Ja, aber er hat also ein bisschen die Kurve schon gekriegt, ne? Wurde verhaftet, aber auch... Also er wurde verhaftet, saß auch ein für eine gewisse Zeit, konnte aber am Ende, also das Ende seines Lebens noch gut ausleben. Ist irgendwie 1900
52 gestorben. Auf jeden Fall in den 50ern, ja. Genau, und hatte sein Reichtum nicht behalten können, aber war immer noch wohlhabend. Er hatte noch Geld. Er hat wohlhabend auf jeden Fall. Okay, er kommt auch in einer Serie vor als kleiner Charakter, die ich noch nie gesehen habe, Boardwalk Empire. Wurde auch mir schon oft empfohlen, hat eine Whisky-Thematik, Prohibitionsthematik, ist wahrscheinlich auch irgendwie gut gemacht. Und da kommt er auch kurz vor, also das ist dann auch so. Da. Vielleicht kennen ja manche von euch Boardwalk Empire. Ich habe es leider noch nie gesehen. So, ihr merkt, wir haben jetzt richtig viel drüber geredet. Das ist aber auch interessant. Es ist eine interessante Thematik, gibt einiges her. Gehen wir jetzt mal über was auf gibt die Flasche. Ja, George Remus. Er ist drauf. Ja. Drin ist er wohl nicht. Da gibt es auch Marketing-Stories gibt es, die sagen, er hat seinen eigenen Bourbon entwickelt in dieser Zeit und der hier ist darauf angelehnt und so. Ich glaube es nicht. Also selbst wenn er ihn entwickelt hat, dann glaube ich wirklich nicht, dass man da jetzt noch irgendwelche Rezepte hat, die und das nachmacht. Deswegen Marketing, okay. Halten wir uns mal an das, was wir wissen. 47% Alkohol. Ja. Nicht kühlgefiltert, steht drauf. Ansonsten wichtig zu wissen, MGP. Abfüller und das Vertrieb ist MGP. Ja, auch Hersteller. Ja, auch Hersteller. Also Abfüller könnte man ja meinen, es kommt von woanders, aber nein. Am Anfang, das wurde die Marke wurde, ich glaube, 2014 ins Leben gerufen von jemandem aus Cincinnati, wo auch George Remus... Ja, genau, das alles, was wir eben erzählt haben, spielte sich in Cincinnati ab. Wo auch George Remus ja tätig war. Und der hatte das sowieso damals auch schon von MGP gesourced und ich glaube irgendwann in 2017 oder so hat MGP das aber direkt dann übernommen und ist jetzt komplett dahinter. Ja. Das heißt, sie haben die Marke, die sie eh schon selber hergestellt haben, für den anderen, einfach gekauft von dieser anderen Firma, um sie jetzt wirklich in kompletter Eigenregie zu machen. Ja, das ist jetzt sozusagen die Hausmarke. Und abzuführen. Eine Hausmarke. Genau, wichtiges Stichwort, Hausmarke MGP. Flagship Brand hört man manchmal. Also, ja. Und das daran zeigt sich auch ein Trend bei MGP. Sie möchten mehr dazu übergehen, auch eigene Namen zu führen und nicht nur in Anführungsstrichen der Abfüller der Nation zu sein. Oder die Distille der Nation. Ja. Also Abfüller der Nation. Das war wohl eher George Remus selbst, glaube ich, damals, der Abfüller. In guter Tradition machen es beide. Nein, ja. Aber ich meine, der Hersteller für diverse andere Marken. MGP ist ja bekannt, gerade für Rye. Ja, da ist gar kein Grund so zu grunzen, Rolf. Nee, ich sag ja, man muss einfach nichts weiter zu sagen. Man kennt ja MGP. Nee, das klang so, als wäre das ein kleiner Rye-Diss hier wieder. Aber nee, nee, okay, absolut. Okay. Gut, apropos High Rye Bourbon. Also die Mashbill ist nicht bekannt, aber es ist ein relativ hoher Roggenanteil. Also man kann davon ausgehen, so 20% plus. Alter ebenfalls nicht bekannt. Straight ist er. Also mindestens 4 Jahre. Man sagt 5 bis 7 jährige Bourbons wandern in die Flasche. Ja. Okay, dann schauen wir doch mal, ob dieser Bourbon, der jetzt auch relativ neu in Deutschland erschienen ist, vor einigen Monaten erst, ob er seinen Namensgeber stolz gemacht hätte. Alles für medizinische Zwecke. Ja, oder eben auch genau nicht. Denn hier bei George Remus zeigt sich das ja wirklich, dass er genau es dafür nicht gemacht hat. Muss man sich auch mal vorstellen. Er hat einfach Destillen gekauft, um an die Bestände ranzukommen, die noch legal führen dürfen. Und dann das selber klauen lassen. Also das ist schon... Also man mich wundert, dass es noch keinen Film darüber gibt. Es gibt, glaube ich, Hollywood. Es gibt einen Film dazu, glaube ich, aus 2011 oder so. Mhm. Ist, glaube ich, nicht so bekannt, aber ja. Es ist, also abgesehen von The Great Gatsby, natürlich gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Film ist oder eine Doku, aber es gibt irgendwas darüber. Ja. Aber da müsste ich nochmal gucken. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Eine schöne satte Farbe, Bernstein. Ja. Ganz leichter Rotstich. Ich würde sagen, es ist der Alkoholzahl angemessen, was die Farbe angeht. Ja, 47%. Ja. Wunderschön. Geruch.
Er kommt aus Indiana natürlich, MGP. Das mag auch Leuten auffallen, es steht eben nicht Kentucky Straight Bourbon drauf, es steht nur Straight Bourbon drauf und die Herkunft ist Indiana. Kräftig. Man merkt, da bahnt sich etwas seinen Weg. Ich würde sogar sagen, also es würde mich nicht wundern, wenn ich es jetzt blind hätte, bis zu 50%. Ja. Also durchaus. So rein geruchlich kann man das schon mal so sagen. Kribbelt in der Nase, angenehm. Ja. Angenehm. Frisch. Ja, würzig, ne, grün, ja, also diese Roggennoten. Ja, durchaus. Eher mentholige, minzige, waldige, irgendwie sowas. So Tanne, Pinie, irgendwie sowas, so eine Art von Wald. Holz, eher frisches Holz, nicht so diese warme, alte, getragene Eiche, eher so frisches Holz. Und dann für mich ziemlich dominant Kirsche. Ja, irgendwas Fruchtiges. Rotes. Sauerkirsche habe ich. So eine Sauerkirsche. Und bisschen Vanille habe ich auch noch. Ja, ich weiß nicht, es gibt so einen Kirschlikör aus Italien, Maraschino heißt der. Und ich habe mich gerade so die letzten Wochen versucht an einem bestimmten Cocktail, wo der, ein Rye-Cocktail, wo der drin ist, der Maraschino. Und das ist so ein Kirsch, so ein leicht bissiger, schnapsig-liköriger Kirschgeruch. Und der ist hier, liegt hier so drin. So dieses etwas bissige, Sauerkirsche. Was heißt bissig? Aber so, es ist nicht wirklich so, als würde man direkt an Kirschen riechen. Eher so ein Maraschino. Also Kirschlikör. Okay. Für alle, die Maraschino kennen, ist das jetzt hilfreich. Also. Ich bin raus. Aber ja. Es hört sich interessant an. Aber ja, also so ein bisschen... es geht so ein bisschen über eine Pflaume. Etwas Vanille habe ich auch. Okay. Und Richtung Zimt. Bisschen. Oder auch Ingwer. Also so Zimt wäre eher die warme Variante. Ingwer wäre eher so diese schärfere Variante, die so in Zitrone und Zitrus übergeht. Irgendwas Würziges. Ja. Also so, naja, Ingwer ist so ein bisschen so eine Säure. Zitrus. Weißt du, Ingwer? Mhm. Ne, Ingwer? Ja. Zitrone. Ingwer, Zitrone. So. Ja. So Kräuter jetzt irgendwie. Aber naja, du hast ja schon grüne Noten erwähnt. Ja. Also das würde ja dazu passen. Wir nehmen uns heute wirklich Zeit, Leute. Das merkt ihr, ne? Also George Remus hat uns gepackt. Ja, wir haben uns sogar für ihn umgezogen. Also das wäre schon was heißen. Aber wir suchen auch noch gleich seine Party, ne? Ja, genau. Hol uns ein paar goldene, Diamantkrawatten. Kann man immer gebrauchen. Ja. Cheers. Cheers. Moment. Cheers. Cheers. War noch ein Schluck. Ich auch. Ich nehme ein bisschen Wasser dazwischen sogar. Zwei Eindrücke ganz markant. Ja. Die merke ich mir jetzt. Und erst sagst du, was du findest. Nimm noch einen Schluck. Okay. Ja. Das Jahr ist ja noch jung. Wir haben Zeit, ne? Also. Durchaus mit Kraft, was ungefähr passen würde zu den 47%, würde ich sagen, hat eine gewisse... Ich bleibe hier auch dabei, bis 50 könnte sein, also könnte einer mit 50 also passt sein, geschmacklich. Ungefähr. Ja. Hat eine gewisse Frische, eine gewisse Würze, ja.
Roggig auf jeden Fall. Also man merkt High Rye, das ist durchaus merkbar. Ja. Eher frisch, eher etwas hoch. Also nicht so wirklich so eine tiefe Rye-Bombe, aber wie gesagt, das ist eher, ich sag mal, nur ein High Rye, kein kompletter Rye. Ne? Mhm. Also nur ein High Rye Bourbon, kein Rye Whisky. Genau. Mhm. Also den Rye merkt man. Dann auch Holz, eher tiefe Noten, so ein bisschen Leder, so ein bisschen würzig. Nicht ganz Pfeffer, eher so fruchtiger, frischer Pfeffer, aber auch irgendwas Würziges irgendwie. Das klingt ja ein bisschen nach Ingwer. Ja, das so, könnte so passen. So sauerwürziges, leicht fruchtiges. Genau. Okay, also meine erste Eindruck ist erstmal diese Kraft, also so wirklich wie 50%. Diese Frische, die du erwähnt hast. Gleichzeitig habe ich da aber auch so einen Körper, der wie so ein Teig. Also wie so ein Teigboden. So ganz schwer zu beschreiben. Und da habe ich dann wieder diese Kirschfruchtnote oder auch Pflaume, wie eben erwähnt. Und das deswegen so meine Wortassoziation von dem, was auf dem Gaumen passiert, ist so ein bisschen Kirschkuchen. Kirschkuchen. Ich habe die Kirsche oder das Fruchtige ein bisschen im Mittelteil. Und zum Ende hin geht es ein bisschen was Vanilliges, eher kuchig, also eher so teigig über vielleicht. Wobei für mich ist Kirsche und das Fruchtige getrennt von dem. Also nicht ganz zusammen. Ja. Aber ich weiß ungefähr, was du meinst. Also ich habe Kirschkuchen als dominanteste Note, hatte ich auch von Anfang an. Also auch nicht nur heute übrigens, sondern auch schon so beim früheren Trinken. Kirsche auch wieder erinnert ein bisschen an Maraschino-Likör. Also ein bisschen so dieses bissige, also ein bisschen wie eine Sauerkirsche, nicht unbedingt wie so eine total reife Kirsche, die ins Süße geht. Hat was Säuerliches auf jeden Fall. Ja. Nach hinten hin. Bleibt vor allem für mich so diese Säure. Bisschen der Alkohol, aber nicht als Geschmacksnote, eher so als wärmende, prickelnde Note. Ja, genau. Ja. Und wieder Kirsche, also so ein bisschen so Kirsche, Maraschino-Likör, Kirschkuchen. Ja, High Rye Bourbon, was meinst du? Ich lasse dir die Antwort. Gerade bei Rye. Ja, also Rye ist es natürlich nicht, sondern High Rye Bourbon. Ich mag ihn sehr gerne. Ich finde ihn speziell und lecker. Gerade so dieses von mir also erwähnte Kirschkuchen, also so Teig, Kuchenteig, Karamell, Vanille, Muskatnuss, weiß ich nicht, so plus, also diese etwas Backnoten plus diese erwähnte Kirsche, das ist für mich das, wenn ich den wirklich nur mit wenigen Worten beschreiben würde, plus ein bisschen Roggenfrische Würze. Und das finde ich ist eine tolle Mischung. Was er nicht ist, keine Eichenbombe, also er geht nicht unbedingt in so eine Eichenwärme, so eine geschmeidige Eichenwärme, die ist, also eine gewisse Eiche hat er auch, aber nicht unbedingt als dominante Note, aber aufgrund erwähnter Noten, ich mag ihn gerne, er wirkt wie einer, der auch 50% Alkohol so haben könnte, bis zu, aber ich meine 47 ist ja auch nichts, das ist auch schon nix allerhand, wenig, allerhand, so, ja. Genau, von daher für mich eine stimmige, schöne Sache, also einfach ein guter, ja, ungewöhnlicher Bourbon. Er ist ja jetzt auch kein super Exot, aber ja, schöner Bourbon. Ja. Ich würde mich größtenteils anschließen. Ich sage mal, das ist ein würdiges MGP Flaggschiff, Hausmarke, irgendwie sowas. Zeigen Sie wieder mal, dass Sie wirklich sehr gut Whisky machen können. Auch wenn ich nicht immer so der Rye-Freund bin, muss ich
oder sage ich trotzdem, dass mir der doch ziemlich gut gefällt, dass auch gerade diese frischen Noten sich hier sehr gut einfügen. Also es klingt ja ein bisschen so, als würdest du über einen Rye Whisky reden, also dass du das so betonst, weil es ist ein High ja, Rye Bourbon. Aber ich muss halt, da möchte ich sagen, das ist, ich, wenn man es weiß, schmeckt man, also dann kann man das benennen und so mit der gewissen Frische, aber ich finde ihn jetzt nicht auffällig roggenlastig, also von daher Bisschen unter Vorbehalt, aber ich finde ihn auch einfach ziemlich gut einfach. Ich meine, du magst doch auch Four Roses. Ja. Four Roses ist High Rye Bourbon. Also. Das war noch was anderes. Okay. Nee, aber ich finde nominell ihn auch, ist sogar Wild Turkey High Rye Bourbon. Aber ich finde ihn halt, wie gesagt, ich finde ihn interessant. Hat einige sehr, nicht einmalige, aber doch sehr ein bisschen exotische Noten. Ja. Sehr gut gemacht. Okay, ja. Gut. Bringen wir den Preis ins Spiel. Er erschien, wie gesagt, kürzlich in Deutschland und ist für circa 40 Euro zu haben. Mhm. Wie ich gerade kürzlich gesehen habe, auch in mehr Shops, also in immer mehr Shops. Das scheint sich zu verbreiten. Ja, nehmen wir mal 40 Euro so als Preis. Ich bin zufrieden. Finde ich angemessen. Billiger wäre natürlich immer gut, aber das wäre nur so eine Allgemeinaussage. Mhm. 40 Euro ist völlig okay. Auch vielleicht bis maximal 50 wäre auch immer noch gut für mich. Genau, ja. Ja, für mich ja. Eindeutig eine Empfehlung. Für mich auch. Und klar, das mit George Remus, das ist jetzt ein Name, das Produkt hat damit nichts zu tun. Interessante Geschichte. Also klar, das bringt dann die Leute dazu, wie uns jetzt letztlich heute hier und im Vorfeld auch, sich dann mit der Person eventuell ein bisschen auseinanderzusetzen, wenn man interessiert ist, hat was. Hinten steht noch ein Zitat drauf von George Remus. Er fragt sich, was auf seinem Grabstein stehen wird. Und er glaubt, es wird sein König der King of the Bootleggers, also König der Alkoholschmuggler oder auch der illegalen Alkoholbrenner. Gibt aber er Schlimmeres? Meint, ja, gibt Schlimmeres? Ja, genau. Das soll er 1920, also zu Beginn der Prohibition, gesagt haben. Ja, ja, also das, was auch immer man jetzt von ihm hält, so. Ich denke mal, der Whisky kann, der Bourbon kann sich hier sehen lassen. Macht ihm alle Ehre. Ja. Und wo schon, ja. Ihr seht ja, wir nippen auch dauernd dran. Also. Ja, ich sag eine Empfehlung. Kein super Exot, aber auch nicht unbedingt typisch Bourbon. Ist was Interessantes aus erwähnten Gründen. Ja, wenn ihr auch irgendwie Erfahrungen mit George Remus habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Beschreibt, wie ihr ihn findet vielleicht oder so. Und wir sagen danke fürs Zusehen und bis dann bei... Ich sollte was sagen gerade, ne? Ich weiß, er hat ja noch die Sprache verschlagen. Ja, genau. Aber bis dann bei... Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert. Bis dann bei The Bourbon Diaries. Das Jahr ist ja noch jung. Wir haben Zeit, ne?